Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! In dieser Debatte im Streit um die Regionalisierungsmittel erweckt der Bund, insbesondere der Bundesfinanzminister, den Eindruck, als wollen die Länder in unangemessener Weise einfach mehr Geld haben. Sozusagen ein Teil der Finanzauseinandersetzung zwischen Bund und Ländern sind die Regionalisierungsmittel. Das ist grundfalsch, denn es geht konkret darum, ob wir in den nächsten Jahren Züge fahren lassen können für Pendler, für Schüler, für Studenten, für Menschen, die den Schienenpersonennahverkehr im Alltag brauchen und nutzen. Darum konkret geht es. Es geht nicht um die Mittel für die Länder, sondern um die Mittel, um den Schienenpersonennahverkehr auf Dauer sicher zu finanzieren. Die Kollegen haben schon darauf hingewiesen, es ist ein wesentliches Element der Bahnreform gewesen, dass den Ländern die Zuständigkeit für den Schienenpersonennahverkehr zugesprochen worden ist, unter der Bedingung, dass sie dafür auch Mittel bekommen, und zwar auskömmlich Mittel bekommen. Das ist so geschehen, und die Länder haben damit gut gewirtschaftet. Alle Länder können nachweisen, dass sie erfolgreich mehr Menschen zum öffentlichen Verkehr gebracht haben, damit einen Beitrag geleistet haben zu einem umweltfreundlichen, klimafreundlichen Verkehr in den Ballungsräumen und übrigens auch dazu beigetragen haben, dass es weniger Stau gibt. Das ist alles gefährdet durch diesen Streit. In Baden-Württemberg haben wir übrigens 60% mehr Nutzer von ÖPNV, und das ist natürlich nur deswegen möglich gewesen, weil wir bessere Züge, mehr Züge und auch modernere Fahrzeuge angeboten haben. Dieser Erfolg ist jetzt gefährdet. Und man muss es so deutlich sagen, wenn wir demnächst Züge abbestellen müssen, dann müssen wir alle dick und fett draufschreiben, das sind die Züge, die Schäuble abbestellt hat, durch diese Art von Pokerspiel zulasten der Länder. Kollege Bouffier hat darauf hingewiesen, es gibt einen verfassungsmäßigen Anspruch. Wir lassen es auch gerade prüfen, ob die derzeitige Situation überhaupt verfassungskonform ist. Denn es ist ja schon eine merkwürdige Situation, dass nach Gesetz die Regionalisierungsmittel zum Ende des Jahres 2040 auslaufen. Es gibt keine Rechtsgrundlage für dieses Jahr. Und der Vorschlag des Bundes ist übrigens ja noch kein Gesetz. Die Länder haben auch ein Gesetz vorgelegt. Wir leben quasi in einem Rechtszustand. Und gleichzeitig ist die Situation der Länder so, dass wir Verträge haben, die 10, 15 Jahre laufen und die wir bedienen müssen. Und wir schreiben zum Beispiel in Baden-Württemberg in diesem und im nächsten Jahr in einem Volumen von etwa 10 Milliarden Verträge aus, in der Annahme, dass wir Geld bekommen. Wenn wir das alles auf Abruf machen würden oder etwa jahresscheibchenweise ausschreiben würden, dann würden wir ja immense Summen zahlen müssen, weil natürlich die Betriebe, die Anbieter sich das bezahlen lassen würden. Das wäre ja sozusagen ein völlig riskantes Gewerbe, ein völlig riskantes Geschäft. Und schließlich arbeiten die Bahnunternehmen mit Fristen von 10, 15, 20 Jahren auch wegen der Abschreibung. Also, meine Damen und Herren, es ist absolut inakzeptabel, was der Bund anbietet. Manche im Bundestag haben uns ja gesagt, nehmt es doch, das ist doch besser als die Taube auf dem Dach, der Spatz in der Hand. Und ich sage es hier auch nochmal ziemlich deutlich, das ist Spatzendreck. Das hilft nämlich gar nichts. Es hilft absolut gar nichts, denn es ist eben das eine Jahr, was uns nicht weiterhilft. Es ist die zu geringe Summe, die nicht weiterhilft. Und die Vertagung und die Verschiebung hilft schon gar nicht weiter. Der Bund hat uns jetzt darauf hingewiesen, dass die Mittel, die wir jetzt jeden Monat bekommen, dass wir die auf Widerruf bekommen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wir würden den Unternehmen, denen wir das Geld bezahlen, sagen, wir zahlen das auf Widerruf. Die würden ja sofort nicht mehr fahren. Sie bringen uns in eine völlig prekäre, fatale Situation, die wir dringend ändern müssen. Dabei haben Sie selber viel dazu beigetragen, dass wir in einer schwierigen Finanzsituation sind, denn die Mittel sind schon lange nicht mehr ausreichend. Wir haben zwischen 2002 und 2015 Kostensteigerungen, die im Wesentlichen durch die Bahninfrastrukturunternehmen zu verantworten sind, um 44%. Und im gleichen Zeitraum haben wir gerade mal eine Steigerung von 6% bei den Mitteln, die wir bekommen haben. Daraus ergibt sich eine gewaltige Lücke bei den Ländern, bei der Finanzierung. Manche Länder haben das dadurch gelöst, dass sie Züge abbestellt haben. Wir in Baden-Württemberg zahlen seit mehreren Jahren drauf. Wir haben im vergangenen Jahr 84 Millionen aus originär Landesmitteln, Regionalisierungsmittel ersetzt und ergänzt, weil wir sonst Züge hätten abbestellen müssen. In diesem Jahr sind es weit über 100 Millionen. Und ich glaube,
Das werden sich nicht viele Länder leisten können, solche Summen. Das Ergebnis wird sein, Einfrierung des Angebots, Kürzung des Angebots ist genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen ja, dass Menschen mehr öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Die Zeiten, als man sagen konnte, die Länder haben da Überschüsse und die können da dies und jenes mit den Regionalisierungsmitteln machen, das war vielleicht vor 10 Jahren. Aber inzwischen sind alle Mittel knapp. Und wir müssen wirklich darum kämpfen, dass wir überhaupt das Angebot aufrechterhalten können. Meine Damen und Herren, auch die beiden Vorredner haben es gesagt, die Länder haben nicht einfach einen Haufen Geld bestellt beim Bund, sondern wir haben über ein Gutachten klar belegt, wofür wir das Geld brauchen, was die Züge kosten, was übrigens auch inzwischen die Infrastruktur kostet. Die Infrastruktur kostet inzwischen mehr als die Hälfte aller Mittel, gehen direkt an die DB und Infrastrukturunternehmen und der übrige Rest dann bleibt für die Bestellung übrig. Also das haben wir klar nachgewiesen. Wir wollen auch auf 8,5 Milliarden hochgehen, weil wir endlich die Lücke, die durch Koch-Steinbrück ausgelöst worden ist, weil da gab es ja 5 Jahre das Abschmelzen der Mittel und das wollen wir dringend nachholen. Ist also eine nachholende Angleichung der Mittel. Wir waren zurückhaltend bei der Dynamisierung. Wir haben weniger gefordert, als in Gutachten drin steht. Wir wollen aber auch klar sagen, wenn die Kostensteigerung über 2% liegen, dann soll der Bund das bitte schön selber mit seinem Bundesunternehmen ausmachen. Und da wollen wir gar nichts mit zu tun haben. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Wir brauchen schnell eine Lösung. Wir brauchen eine tragfähige Lösung, die auch langfristig ist. Wir haben einen, wie ich finde, sehr vernünftigen und sehr angemessenen und angepassten Vorschlag der Länder gemacht. Es war ein einjähriger Kampf, einen neuen Verteilungsschlüssel zu finden, der solidarisch ist, der kein Land zwingt, Züge abzubestellen und trotzdem alle eine Entwicklungschance gibt für ein besseres Angebot. Das haben wir geschafft. Dazu haben wir eine Vorlage gemacht. Und der Bund hat dazu ein jämmerliches Gegenvorschlag gemacht. Wir müssen den ganz eindeutig ablehnen. Über alle Parteigrenzen hinweg sind wir entsetzt, empört über das Vorgehen des Bundes. Deswegen glaube ich, dass kein Weg daran vorbeiführt, dass wir in ein Vermittlungsverfahren gehen müssen. Vielen Dank. Danke, Herr Minister.